Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist 8.30 Uhr, der 10. Mai. Mein Name ist Carlos Martins und Sie hören uns live aus dem Traders Lab Trading Room. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX-Trade vor und wir sehen auf der rechten Seite die 15.400er-Marke als Big Number. Die wird jetzt direkt auch aktiviert. Das heißt, wir gehen auf 15.407 Long oder bei 15.392 Short. Der Tagespivot. Daily Pivot liegt aktuell bei 15.360. So, jetzt blicken wir auf die Zahlen bzw. auf die Blue Boxen von Freitag. 16,5, 19,5, 57. Dann hatten wir hier zwei kleine 17, 19,5 und eine ganz kleine, eine 10er. Ja, und wir hatten am Freitag eine Trading Range von 152 Zähler. Das war okay oder ist okay. Und blicken jetzt auf die Big Number. Gehen auf den DAX, auf den linken Bildrand. Da haben wir die Vola-Boxen. So, und schauen dann hier mal am Nachmittag. Hier gab es nichts. Dann gegen 15.30 Uhr Arbeitsmarktzahlen. Einmal hier reingetaucht, dann wieder ab. Einmal reingetaucht, da reingetaucht. Also da gab es noch einige gute Ansätze für die, die einen Hedge-Auflösungstrade haben. 15.422 wird die Box reinkommen. 15.422. Das können wir gleich mal uns anschauen. So wird sie voraussichtlich reinkommen. 15.422, genau, das wird die Vola-Box sein. Gehen wir auf die großen Zeitebenen und fangen heute an mit Öl. Den habe ich hier gerade vorbereitet. Öl, sehen wir den Tagesstart letzte Woche. Ja, wir sehen hier das Hoch bei 66, das Tief bei 62,82. Bleiben wir auf diesem Chart, gucken uns den DAX an. Da haben wir, sehen wir das Tief letzte Woche bei 14.818 und wir haben geschlossen sehr bullisch bei 15.406. Die Tageskerzen sehen so aus, die letzten, ja, das war Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Und jetzt gehen wir in Gold. Gold liegt bei 1836, auch die Wochenkerze super bullisch. Ja, also sehr strong, wenn wir hier auf unser anderes Setup mal gehen, Tagesstrategie Pro, sehen wir, dass wir hier am Freitag auch ein Long Setup in Gold reinbekommen haben. Dann gehen wir in die Technologiebörse Nasdaq auf Tagesbasis. Da sehen wir auch hier, am Freitag ging es runter, dann wieder hoch. Wir haben das Hoch wurde hier nochmal rausgenommen am Donnerstag bzw. Mittwoch. Die Wochenkerze und Tageskerze sehen wir hier, sind wir short, Entschuldigung, das war eben Wochenkerze. Und das ist die Tageskerze natürlich. Und da sieht es immer noch short aus. S&P 500 auf Daily Basis ist sehr bullish. Die Wochenkerze sehen wir hier, wow, geht weiter nach oben. Die Arbeitsmarktzahlen waren nicht so gut. Insofern ist die Fantasie, dass die Zinsen eventuell leicht angehoben werden, vielleicht erstmal wieder vom Tisch. Wer weiß das schon. Aber so hört man das zumindest, dass dieser Impuls ist auf den Märkten. Dow Jones ist auch bei 34.866, die Wochenkerze. Auch sehr bullisch. Und jetzt gehen wir zu den neuen Währungen und fangen an bei Bitcoin. Bitcoin ist bei 59.000 und Ethereum, was wir ja seit einiger Zeit hier auch mit beobachten, liegt bei 4.120. Ja, also wir waren noch im März bei 2.894. Die Währung hat sich immer eben verdoppelt. Und wir sehen 4.114 steigt weiter. Wir sind kurz davor,
für ein Setup. 15.407 ist die Big Number. Wenn wir da reintauchen, wird die Box aktiviert. So, wir sind in der Box. Im Big Number sind wir long im ersten Trade. Das Gegensignal liegt bei 15.392. Und MTX kommen wir rein bei 15.408. Wenn er nochmal möchte, dann heißt, wir würden jetzt ein bisschen warten hier. So, zweiter Trade und wir versuchen Richtung Daily Pivot unser Gewinnziel jetzt zu platzieren. MTX werden wir nicht. Stufe 1 hat er schon erreicht hier. Joe, guten Morgen. Ingolf, guten Morgen. Wechseln. So, wir sehen links Volabox sind für Short und wir gehen in Richtung vierten Trade in der Big Number.